mich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es für euch einen Halloween-Look und zwar fangen wir jetzt auch direkt an. Ich habe jetzt meine Farbpalette benutzt oder werde die für den Look hier benutzen. Die habe ich von Amazon bestellt, werde ich euch dann auch verlinken. Und dann fangen wir an mit einem Eyeliner-Pinsel. Da kreiere ich jetzt erstmal so eine andere Gesichtshälfte sozusagen, damit wir so eine Trennung kriegen. Und das fülle ich jetzt erstmal mit diesem Eyeliner aus, beziehungsweise mit der schwarzen Farbe und nehme dann dafür einen Synthetikpinsel und verwische dann die Übergänge einfach so ein bisschen nach innen, damit wir einfach so einen weichen Verlauf kriegen. Dass es dann ungefähr ja, so aussieht, wie es jetzt in dem Video aussieht. Das macht einfach das Ganze so ein bisschen weicher und es sieht so ein bisschen aus wie so 3D-mäßig, sag ich mal. Und ja, jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Das ist so ein bisschen der schwierige Teil. Ich nehme jetzt dafür einen ganz normalen Uhu-Sticker und klebe mir jetzt die Augenbrauen an. Ihr müsst, was ich jetzt hier nicht gemacht habe, ihr müsst die Haare nach oben kämmen. Also wirklich nach oben mit einer Bürste kämmen und dann ankleben. Wenn das Ganze so glatt ist, nehme ich dann jetzt einen peachfarbenen Concealer oder einfach eine Farbe. Die gebe ich dann über die Augenbrauen, damit wir erstmal die Farbe so ein bisschen neutralisieren. Und dann gehe ich mit einem Concealer im selben Hautton, also da müsst ihr wirklich gucken, welche Farbe ihr habt. Und damit gehe ich dann über die Augenbrauen und decke dann das Ganze ab. Anschließend wird das Ganze dann mit einem Puder fixiert. Jetzt kommen wir zu den Augen. Da werde ich jetzt erstmal, wir müssen ja wirklich alles spiegelverkehrt machen. Das heißt, ich muss die Augen so schminken, dass mein geschminktes Auge sozusagen unter meinem echten Wimpernrand ist, unteren Wimpernrand sozusagen. Und deswegen werde ich mir jetzt einen Eyeliner ziehen, der muss jetzt in die entgegengesetzte Richtung gehen. Also werde ich den Eyeliner auch, also den Bogen nach unten ziehen, weil das Ganze ja spiegelverkehrt ist. Und dann kommen wir jetzt zum Cut Crease. Dafür nehme ich jetzt einen Pencil Brush und arbeite dann in der Falte unten sozusagen, damit wir so eine, ja, so ein Crease hinkriegen. Und für den Zwischenton, für den helleren Ton, nehme ich jetzt auch einen roséfarbenen Lidschatten und den trage ich dann einfach zwischen dem Cut Crease und dem Eyeliner auf. Dann kommen wir jetzt zu den Augenbrauen. Ich muss wirklich sagen, die Augenbrauen waren echt schwer. Wenn ich das sogar jetzt nochmal versuchen würde, würde ich sogar besser hinkriegen, ehrlich gesagt, weil dieser Look ist einfach so ein bisschen spontan entscheiden, weil mich ein paar Follower darauf markiert hatten und ich wollte ihn einfach mal ausprobieren, habe das Ganze aufgenommen. Aber wer weiß, vielleicht kriegt ja eine von euch den Look sogar besser hin als ich. Wie gesagt, es war wirklich sehr spontan. Bin echt gespannt, wenn jemand den Look nachschminkt, dann markiert mich auf jeden Fall. Jetzt werde ich mir noch Wimpern hinmalen, damit wir einfach diesen Volumeneffekt einfach hinkriegen. Und später werde ich mir noch Wimpern hinmalen und dann werde ich jetzt mit einem Pencil Brush einfach noch ein bisschen am beweglichen Lid verblenden. Das soll sozusagen das untere Lid sein. Und da habe ich ja auf der anderen Seite auch so ein bisschen Farbe. Und dann werden jetzt noch die Wimpern getuscht. Natürlich, weil die unteren Wimpern werden ja immer getuscht. Dann kommen wir zu der Nase. Die Nase war ehrlich gesagt wirklich schwer. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier gemalt habe. Ich habe einfach erstmal ein Dreieck hingemalt. Dann habe ich versucht, die Nasenlöcher irgendwie hinzukriegen. Aber wirklich, ich bin da echt durchgedreht. Ich hatte schon gar keine Lust mehr, den Look weiterzumachen, weil es so hoffnungslos war. Ich so, mein Gott, das sieht doch nicht aus wie eine Nase. Das sieht aus wie ein Diamant oder so. Aber irgendwie habe ich es dann noch mit Schattierungen so ein bisschen hinbekommen. Ja, dann habe ich jetzt die Lippen gemacht. Die Lippen sind eigentlich sehr einfach. Ich finde, bei den Lippen muss man einfach nur die Farbe anpassen und dann auch die Linie in der Mitte und ein bisschen Weiß drauf tupfen, damit es so 3D-like aussieht. Aber bei der Nase, wie gesagt, war das echt eine Herausforderung für mich. Ich bin da jetzt auch nicht so zufrieden damit, weil es nicht so unbedingt aussieht wie eine Nase. Ich hoffe, ihr seid da gnädig mit mir und euch gefällt der Look trotzdem. Ja, nehmt euch auf jeden Fall sehr viel Zeit, vor allem für die Nase. Das ist wirklich nicht so einfach. Und ja, ich hoffe, der Look gefällt euch. Es ist für euch eine Inspiration. Und wenn euch das Video gefällt, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Falls ihr irgendwo feiern geht, wünsche ich euch eine gruselige Halloween-Party. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem neuen Video. Und bis dann. Tschüss.